All mein gesamtes Fusion-Wissen startete mit einer Challenge. Im Juli 2019 habe ich mir die Challenge gesetzt, jeden Tag des Monats eine Titelanimation zu erstellen. Und nun, 2 Jahre später, möchte ich dieses gesammelte Wissen in einer Live-Class mit dir teilen. In diesem Kurs gehen wir darüber, mit welchen Tools du deine Animationen gestalten kannst und wie du zum Beispiel Text als Cutouts nutzen kannst, also dass der Text transparent ist, um moderne Titelanimationen zu machen, und ich gebe dir einen Kompletteinstieg darin, wie du eigene Makros erstellst, die dann auch sehr benutzerfreundlich sind. Außerdem gehen wir auf die Shape Tools ein und wie du mit animierten Icons umgehen kannst in deinen Animationen. Und ich verrate dir ein Geheimnis, was ich noch nirgends gezeigt habe, nämlich wie du deine Animation Framerate unabhängig gestalten kannst. Also egal, ob du sie jetzt in einer 50 FPS Timeline nutzt oder in einer 24 FPS Timeline, scheißegal. Dieser Kurs ist eine Live-Class und auf filmmentor.academy kannst du dich dafür anmelden, und ich habe dir den Link natürlich in die Beschreibung gepackt. Und falls du Filmmentor nicht kennst, das ist die gemeinsame Lernplattform, die ich zusammen mit Tim vom Farbkanal erstellt habe, wo wir Live-Classes halten, damit ihr sowohl ein gerichtetes Lernfeld habt, als auch Fragen stellen könnt, wenn was ist. Und falls DaVinci Resolve für dich überhaupt Neuland ist, dann check doch mal den Store ab, weil der Tim vom Farbkanal hält im Januar seinen Color Grading Kurs für Anfänger. Also, falls du noch nie gewusst hast, was Notes sind, dann ist das vielleicht was Gutes für dich. Und wenn du Anfänger in Fusion bist, keine Sorge, auf filmmentor.academy findest du Zugang zu einem 3-stündigen Live-Webinar, was ich aufgezeichnet habe, darüber, wie Fusion funktioniert. Aber wenn du Titles haben möchtest, dann kannst du ja zu mir jetzt in den Kurs kommen. Start ist dann nächste Woche, der 13.12., damit wir das auch noch vor Weihnachten rumbekommen. Und wie immer gilt, die Leute, die zu diesem Kurs kommen, können mich danach auch mit allen möglichen anderen Fragen löchern. Und es wird natürlich Aufzeichnungen geben, die du dir dann im Nachgang auf filmmentor.academy anschauen kannst. Also keine Sorge, selbst wenn du mal nicht mitkommst, kannst du dir es immer wieder angucken. Und wenn du noch ein YouTube-Tutorial angucken willst zum Thema Title Animations für Anfänger, dann schau dir doch die beiden Tutorials an. Da findest du auf jeden Fall einen guten Einstieg. Bis dahin, Kameramark hier. Ciao.